Moin Moin, ihr ganzen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Soma. Und wir haben uns da jetzt übelst durchgeschlichen in der letzten Folge. Mit ein paar kleinen Problemchen. Aber jetzt sind wir hier im, ja, keine Ahnung was. Ich glaube, wir springen hier mal runter, oder? Ab ins Wasser. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine nervigen Gegner mehr, die herumlaufen. Zumindest gerade. Jetzt müssen wir erstmal die Wege finden. Und die Wege sind atemberaubend groß und lang. Und weit. Hier sind tausende von Leitern schon mal. Hier unten. Das ist schon mal alles scheiße. Und verwirrend auch noch. War ich hier schon? Alles klar, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich hier gestartet bin. Super. Ah ja, doch, hier sind wir gestartet, ne? Genau. Kommen wir jetzt aber hier links die erste Leiter hoch. Gib ihm. K1. K1, okay. K-Run. Kann ich damit was anfangen? Ich weiß es nicht. Ah. Keine Ahnung. Muss ich hier lang? Geh mal weg. Oh, geil. Das ist schon mal schön. Das freut mich schon mal. Mmh, nom, 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 nom. Schlürf, schlürf. So. Jetzt haben wir schon mal wieder einen klareren Durchblick. Mit allem drum und dran. Huh. Ja, Mann. Den Sprung haben wir auch geschafft. Heißt, klettern wir mal hier hoch. Na, kleine Adventure-Map hier. So. Hui. Tschüss. Oh, schade. Ich dachte, das backt doch ein bisschen richtig ab. So, einfach mal hier weggehen, ne? Das sieht doch gut aus. Sieht langweilig aus. Gehen wir hier lang. Na, guck mal, hier gibt es auch nochmal so ein kleines anales Stöpselchen. Pipes under pressure. Juhu! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Lol. Uiuiui. Ich glaube, wir werden hier gerade quer durchgesaugt. Alles klar. Man kann ja erstmal was einschütten. In mein heiliges Becherchen. So. Ja, schön. Oh, jetzt hat es uns rausgespielt aus Cedar. Na, wo sind wir jetzt? Sieht aber nicht gut aus. Hier ist eine Menge rausgespielt worden. Shit, Hart blew up VO2 surplus. She sealed the tunnel. She really didn't want Akers following us to Omicron. Ah, oh, shit, she's fucking hurt. Pursuit is leaking. We have to get her to Omicron. Shit, it's bad, real bad. Oh, fuck, no! Ja, ich glaube, für sie wird's etwas sehr spät. Tja. Ach, das Beinchen ist auch abgefallen. Das ist sehr schön. Liegt das hier noch irgendwo rum? So, da hat es uns rausgespült. Jetzt sind wir in Omicron. Bald. Vielleicht. Oder so. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier sind. Hui, in den Weiten der wunderschönen Welt. Hui. Genau, das ist der Plan. Was ist das denn? Wofür ist das gut? Stromausfall. Sieht aus wie so Unterwasserminen. Hm. Ein Wald von tollen Kügelchen. Ist auch schön. Wir laufen einfach mal vorwärts. Ach, guck an.
Bist du ein Freund? Bist nix. Oder bist du halt nix? So, bist du Omikron? Vielleicht bist du Omikron. Hoffen wir mal, dass du Omikron bist. Gehen auf jeden Fall mal da. Ja, das ist, sieht nach Leiter aus. Leiter ist immer gut. Klettern wir mal hoch. So. Hallöchen. Klong, klong, klong. So. Okay, offline. Stromausfall. Ah. Wir brauchen Strom. Sieht doch nach Strom aus. Ah. Ah. Hm. Nicht gut aus. Manual Override. Hört sich auch gut an. Ah. Flash. Warning, before flushing, make sure to open valves and turn on the pump. Ja, ja, ja. Los, komm. Flasch die Scheiße. Geht das nicht? Ach, ich darf jetzt hier drehen. Ja. So. So. Ah, jetzt über Flaschen. I see. So, heben wir jetzt ab, oder was? Völlig losgelöst von der Erde. Immer noch Omnitool-Stromausfall. Immer noch schlecht. Wir können jetzt hochklettern trotzdem. Okay. Hm. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist die große Frage. LOL! Hallo! Und nur abchecken, was hier abgeht. Ey! Hallo! Darfst reden? Okay, rede halt nicht. I'm not getting anything. I can't read him like the others. Hallo, Catherine. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Wow. Dankeschön. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Okay. Keine hilfreichen Tipps, nur irgendeinen philosophischen. Yeah. Why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think you could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Okay, so.
Okay, hier sieht's nach Knöpfchen aus. Was ist das? Catherine. Oh. Are we alive? That's an impossible question to answer. Was ist das denn? We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? Okay, ich verstehe. I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Okay. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto. Wir müssen den Weg finden. That's an interesting observation. Aha. Oh, the terminal just lit up. Sehr schön. So. Dann haben wir schon mal geschafft. Blackbox Status. Alle offline. Das ist super. Kennen wir davon welche? Ne, ich kenne keinen davon. Omicron Besatzungsstatus. Ne. Sagen uns alle nix. Systemupdates. Anmerkung Update. Aktiviert Blackboxes. Bla bla bla. Anmerkung bla bla bla. Bla bla bla. Diagnosewerkzeug. Bla bla bla. Und irgendwas mit Wow. Immer schlecht. Anmerkung für. Warum kraxelt das hier gerade so ein bisschen? Für wieder mit benötigt Zeugs, bla bla bla. Okay, irgendwie nur. Tote Leute beißen nicht. Aha, ja. Ist ja wahnsinnig hilfreich hier jetzt gewesen. Weg. Können wir alles nicht gebrauchen. Nein. Nein, 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 nein! Okay. So, hier. Hallo. Boomer, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up! Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Okay, sehr schön. So. Status unter Quarantäne. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Okay, wir müssen irgendwelche Zahlen eingeben. So. Hier waren wir doch schon. Ich stelle keine Zahl dran. Ist das eine Schere? Eine Schere nimmt uns aber auch nicht sonderlich viel. Warum geht das eigentlich immer wieder auf und zu? Huh. Are you hearing that glitched noise? What is that? Oh! Hier geht's ja noch höher. Vielleicht sollen wir mal die Leiter nehmen. Oh, da oben ist vielleicht noch wer. Some exploring. Ist das eine 7845? Das wird uns doch jetzt nichts bringen. Ah, ein Zettel. Adam Golaski hat den Befehl erhalten, so schnell wie möglich zu Theta zu kommen. Dringend. Gask, ich habe versucht herauszufinden, was das alles soll, aber sie wollten mir nichts sagen. Sie haben mich lediglich gefragt, ob du vermisst würdest oder tot seist. Irgendwas muss sie zum Ausflip gebracht haben. Ich glaube, du sollst besser ihren Befehlen folgen, Herbie.
Aha. Okay. Gut. Wow. Das hat uns jetzt nicht sonderlich viel geholfen. Was kratzt denn hier so? Es wird hier mal lauter. Aber 7, 8, 4, 5. Keine Ahnung, ob das was bringen wird. Steht hier überall. Aber eingeben werde ich es auf jeden Fall mal. Und vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen hier... ein bisschen mehr begutachten. Ich glaube nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier oben immer mehr kluge Sachen stehen. Irgendwie nicht. Ist da was hinter? Alter, als ob hier jemand irgendwie mit so einer Hake irgendwie den Beton hakt. So einer Gartenhake. 7845. Schade. Wäre jetzt ja auch zu schön, um wahr zu sein, ne? Hier ist aber auch nichts. Did you do that, Catherine? What? Never mind. I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt 0090 mal da eingeben. Sehr schön. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown canceled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Die hat ja auch nichts zu verlieren, die Alte. Naja. Sehr schön. Wir haben zumindest jetzt unseren Weg gefunden. Ist doch schon mal was. So. Komm, macht wieder Wasserfluten. So, ja, mach mal zu. Mach hier oben offen. Achso, hier wird so gefühlt. Na dann so. So. Das ist doch gut. Das ist sehr gut. Mach die Tür offen. So. Das haben wir geschafft. Das ist gut. Wir kommen gut voran gerade. Gesundheit, Jay. Dankeschön. Omicron. Du geiles Schnitzel. Ach, guck an. Hallo, Freund. Will uns nichts sagen. Na gut. So, das sieht doch gut aus. Ab nach Omicron. Nice. Oh, da liegt wer noch vor. Hey, come on! Open up! What is this shit? Are we for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones. Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Haben sie immer schön draußen ausgesperrt, die Schweine. So, machen wir hier die Tür jetzt auf. Und schließlich nach Omicron. Flutin Shit. Oh, da liegt noch was. Wo sind wir denn? Shuttle Tunnel? Pathos 2. Annex. Annex. Shuttle Powerline. Shuttle Entrance.
Ist das unser Entrance? Wahrscheinlich. Mechanische Fehlfunktion. Bitte anderen Eingang benutzen. Das ist schlecht. Das ist ein anderer Eingang. Ist es beim Annex? Hört sich so an, als ob wir hier lang müssten. Gucken wir mal. Das sieht auch gut aus. Okay, gehen wir halt den Weg. Auch okay. Hui! Okay. Ach ja. Ist schön hier. Sieht gut aus. So. Nehmen wir den Eingang. Juhu! Na jetzt aber, ab nach Omikron. Yippie! Flut den Shit. Und... Motor an. Saugen. Yes. Sehr schön. Nice. Nice, nice, nice. Sehr gut. Alles klar, jetzt sind wir hier drin. Das freut uns alle. Wir sind endlich in Omikron. Es geht voran. Und zwar mit 7-Meilen-Stiefeln. Ja. Let's find that suit and get out. Alles klar. Hier sind eine Menge Leichen. Und diese Menge Leichen werden wir dann in der nächsten Folge inspizieren. Haut rein, ihr geilen Schnittchen. Bis morgen. Tschüss.